Moin, Jan, mal etwas anderes Video und nicht vom Motorrad, sondern aus dem Auto, was ich im Nachhinein vertont habe. Denn ich habe hier ein Thema, was mir eigentlich schon etwas längere auf den Nägeln brennt und somit kann ich das Video verwenden, was ich so noch gemacht habe. Es geht um ein Interview in der ADAC Motorwelt. Das ist die clubinterne Zeitung oder Magazin, was jedem Mitglied einmal im Monat zugeschickt wird. Es geht hier um die Ausgabe 07/08/2018, Sommerspezial, also hier für 2 Monate. Und auf der letzten Seite gibt es immer eine Rubrik, nur eine Seite, mit Gefahren bei. Meistens kommt dann irgendein ja, eine Persönlichkeit, die dann in einem Interview 5, 6 Fragen beantwortet oder sowas. In dieser Ausgabe ist Hannes Jennecke dazu befragt worden. Hannes Jennecke ist seit Jahrzehnten im Umwelt- und Tierschutz aktiv. Und da wurde er natürlich auch zu Umweltschutz und etc. gefragt. Also das, was mich als erstes aufgestoßen ist, dass er gesagt hat, dass er einen BMW i3 fährt und leider es zu wenig E-Parkplätze gibt, die naja, manchmal und auch zu wenig E-Tankstellen und E-Parkplätze, aber da steht ja meistens schon ein Porsche drauf, steht hier. Porsche-Fahrer, das ist jetzt wirklich ein Zitat direkt aus der Zeitung raus, wortwörtlich. Porsche-Fahrer dürfen ja überall parken. In Klammern schmunzelt. Da bin ich oft in Versuchung, kindische Sachen zu machen. Dann wird er gefragt von der Zeitung, zum Beispiel, und jetzt Zitat Anfang, ach, in meiner Fantasie steche ich die Reifen auf oder knicke die Scheibenwischer ab. Ein Porsche ist ja nachweisbar eine eher traurige Identitätsprothese für Männer mit bescheidenem Selbstwert und vor allem Selbstbewusstsein. Zitat Ende. Da habe ich erstmal gedacht, fahren Frauen keine BMWs, keine Porsches? Also, was ist das für eine Aussage, alle Porsche-Fahrer über einen Kamm zu scheren? Also, das geht eigentlich gar nicht. Also, ich finde, das kann man so nicht sagen. Er würde gerne die Reifen aufstechen und Scheibenwischer abknicken. Das ist vorsätzliche Sachbeschädigung. Also, das kann eigentlich gar nicht sein, dass so ein Typ sowas sagt, nur weil dann Porsche auf dem Parkplatz steht. Und wenn er nicht als E-Parkplatz ausgewiesen ist, dann darf er da auch stehen. Also, was soll denn das? Das kann, also, mal ehrlich. Und er mit seinem i3, der mit seinen teuren Batterien auch seltene Erden ausbeutet und auch zum, ja, sag ich mal, Leid vieler Menschen in Afrika beiträgt, denn sowas zu sagen, dass er sich dann einfach auf Porsche-Fahrer auslässt, ey, sag mal, geht's noch? Naja, das geht aber noch weiter. Jetzt kommt's nämlich. Er wird gefragt von der Zeitung, was regt sie am Straßenverkehr auf? Und jetzt kommt ein Absatz, den er so gesagt hat, wieder Zitat Anfang, dass wir als einziges Land der Welt immer noch kein Tempolimit haben. Jeder Erstklässler weiß, dass ein Auto bei 120 km/h weniger verbraucht als bei 160. Und die Rücksichtslosigkeit auf deutschen Straßen nervt. Ich wohne auch in Los Angeles und in den USA ist Autofahren viel entspannter. Zitat Ende. Das hat er so geantwortet auf die Frage, was regt ihn im Straßenverkehr auf? Gehen wir mal von vorne durch. Wir sind das als einziges Land der Welt immer noch kein Tempolimit haben. Das ist eine reine Falschaussage. Das ist absolut falsch. Man kann bei Wikipedia oder sonst auch wo nachgoogeln, wo in welchen Regionen oder auch in manchen Ländern es keine Tempolimits gibt. Das ist eine absolute Falschaussage, die er da einfach so ins Land reinstellt. Genauso wie oben, das mit dem nachweisbar eher traurige Identitätsprothese. Wo ist denn das bitte nachgewiesen? Völliger Bullshit, was er da erzählt. Naja, okay. Jeder Erstklässler weiß, dass ein Auto bei 120 km/h weniger verbraucht als 160. Okay, das lassen wir so hingestellt. Das wird wohl stimmen. Na, kann man sich jeder denken, ist ganz klar.
Und die Rücksichtslosigkeit auf deutschen Straßen nervt. Ich wohne auch in Los Angeles und in den USA ist Autofahren viel entspannter. Ja, mein Guter. Die Amerikaner fahren ja auch nicht so schnell wie wir auf unseren Autobahnen. Normalerweise. Dazu muss man auch wiederum sagen, dass rund 40%, kann man alles nachgucken, 40% der Straßen sind sowieso begrenzt in Deutschland. Also sind die anderen 60, also Autobahnen, es geht um die reinen Autobahnen, die anderen 60% der Autobahnen, da darf man so schnell fahren, wie man möchte. Da kann man auch meinetwegen 400, 500 fahren, alles egal. Naja, aber er wohnt in Los Angeles und in den USA ist Autofahren viel entspannter. Also wenn er in Los Angeles wohnt, wage ich das absolut zu bezweifeln, weil da stehen die Leute eben nur im Stau. Also, wie soll das entspannter sein, wenn man steht? Ja, okay, man muss halt nicht fahren, man muss halt nicht aufpassen, dass andere Leute reinziehen oder irgendwie sowas. Ja, weil man im Stau steht, ist ja ganz klar. Und andererseits muss man dann, also ich denke mal, er bezieht sich das hier natürlich auf die Autobahn auch, weil er vorher über die Autobahn und das Tempolimit gesprochen hat. Natürlich ist es in den USA entspannter, weil die halt, keine Ahnung, 10, 12 im Spuren haben in jeder Richtung 5 oder 6 und die PKWs fahren genauso schnell wie die LKWs. Man darf rechts überholen. Das darf man in Deutschland alles nicht. Und dann ist es natürlich sehr entspannt, wenn man in den USA durch die Gegend dschunkelt, schön langsam. Ich habe auch Bekannte gehabt, die in den USA waren, auch Arbeitskollegen, die wirklich gesagt haben, dass es in den USA entspannter ist, weil du sowieso nicht schnell fahren kannst. Das ist ganz klar. Du kannst nicht schnell fahren. Da fahren alle gleich schnell ungefähr. Es gibt nur welche, die langsamer fahren, aber es gibt nicht welche, die schneller fahren als das Limit, weil da gibt es ja auch Straßen wie zum Beispiel von LA nach Las Vegas oder sowas. Da fliegen die mit dem Flugzeug hinterher und messen aus dem Flugzeug raus und du es gar nicht mitkriegst. Das heißt, du wirst da richtig angeschissen, wenn du einfach zu schnell fährst. Natürlich ist es dort entspannter, aber das kann man doch überhaupt nicht vergleichen zu den deutschen Straßen. Ich habe mal einen Beitrag gesehen, wo ein Amerikaner hier in Deutschland auf der Autobahn gefahren ist und auch nicht nur auf der Autobahn, sondern Landstraßen und solche Geschichten. Und der hat gesagt, die Straßen hier sind wesentlich besser als die in den USA. Na gut, USA ist ein großes Land. Wie soll man da das von einem Ort hier zu einem Ort in Deutschland irgendwo vergleichen, wo gerade mal, ich sag mal, vielleicht per Zufall gerade neu geteert wurde oder irgendwie sowas. Aber grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass in Deutschland die Straßen besser sind als in den USA. Weil man kennt das ja in den USA, die Infrastruktur ist ja nicht zum Allerbesten bestellt, aber hier genauso. In Deutschland ist es ja genauso. Aber ich kann mir vorstellen, dass der USA ja wesentlich größer ist und auch, ja, sagen wir mal, wir haben 80 Millionen Einwohner, die haben 300 Millionen Einwohner, ne? Also das Vierfache ungefähr, Pi mal Daumen, 3 bis 4-fache an Einwohnern hat, aber die im Grunde das Geld ja für unwichtigere Sachen rausschmeißen, kann ich mir schon vorstellen, dass deren Infrastruktur nicht so gut aussieht wie hier. Und wie kann man das vergleichen? Also ehrlich, der Typ redet hier von Umweltschutz und Tierschutz, fährt einen i3, dessen Batterien aus seltenen Erden hergestellt werden, die in Afrika unter widrigsten Umständen, ja, sagen wir mal, gefördert werden, vielleicht von irgendwelchen regionalen Warlords. Das sei jetzt wirklich dahingestellt. Das weiß ich nicht, kann ich nicht, aber habe ich kürzlich im Radio gehört, dass die verkauft werden an irgendwelchen Industrieunternehmen, die für Batterien und andere elektronische Geschichten wie jetzt Handys immer ein gutes Beispiel herangenommen werden, das Geld, was sie daraus dann wieder verdienen, gleich wieder in ihre Waffen stecken, um Krieg dort zu führen. Also mal ehrlich, ey, was soll denn das? Also mich regt einfach die ganze Geschichte auf, dass sich so ein Typ hinstellt und sagt, ohne irgendwelche Beweise, dass ja, Porsche-Fahrer ein trauriges Identitätsproblem Prothese für Männer sind und solche Geschichten, dass absolute Falschaussagen stellt, denn dass es kein Tempolimit in Deutschland gibt und wir die einzigen auf der Welt sind, was völliger Bullshit ist. Das ist völlig daneben, das stimmt einfach nicht. Das ist eine absolute Falschaussage. Und, also mich stört es, dass er das sagt. Des Weiteren stört mich es, dass die ADAC Motorwelt das so abgedruckt hat.
Ich habe die angeschrieben und die haben gesagt, ja, das wurde so genehmigt von denjenigen. Ja, aber ihr müsst das doch auch genehmigen. Ihr könnt das doch nicht so stehen lassen. Ihr könnt doch nicht Falschaussagen von jemandem so stehen lassen. Das verstehe ich nicht. Und derjenige hat ja vielleicht so einigermaßen Einfluss auf irgendwelche Leute, von wegen, die glauben ihm das dann ja vielleicht auch noch. Aber gut, okay. Also ich finde dieses Interview unmöglich. Ich habe das unten verlinkt. Da könnte man sich das gerne noch ansehen, weil es halt auf ADAC frei anzugucken ist. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also Fragen, Sorgen, Nöte unten, Anträge alles unten rein. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.